Schon seit über 20 Jahren ist Günther Jauch das Gesicht von Wer wird Millionär auf RTL und ist nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Viele sprechen den beliebten Moderator im TV mit Herr Jauch an. Nicht nur Kandidaten bei Wer wird Millionär und Journalisten machen dies, sondern auch gute Kollegen. Doch warum siezen ihn eigentlich nahezu alle? In einem Interview mit RTL gab seine TV-Kollegin Barbara Schöneberger bereits die Antwort darauf. So sagte sie: "Ich weiß nicht, Günther Jauch ist eine Instanz irgendwie. Man käme nicht auf die Idee, ihn zu duzen. Alle siezen ihn, auch die, die schon seit ganz langer Zeit mit ihm zusammenarbeiten. Das heißt aber nicht, dass er minder herzlich ist." Herr Jauch scheint also offenbar eine Art Respektperson zu sein. Doch darf ihn überhaupt jemand duzen und wenn ja, wer? Lange Zeit war sein Langzeitkumpel und Moderationskollege Thomas Gottschalk der Einzige, der per Du mit Günther Jauch war. Doch wie der WWM-Moderator gegenüber RTL verriet, darf auch der Journalist Waldemar Hartmann ihn seit längerer Zeit ebenfalls beim Vornamen ansprechen. Außerdem hat auch TV-Legende Frank Elstner die Erlaubnis dafür bekommen. Später kam auch Schauspielerin Sophia Tomalla hinzu. Sie traute sich, den TV-Moderator während eines Wer wird Millionär-Promi-Specials direkt zu duzen. So konnte sie sich einen Platz in dem sehr exklusiven Kreis der Du-Saga von Günther Jauch sichern.